Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute hier auf den guten alten Magma-Minen. Ja, mit dem nächsten. Oh, das könnte ein sehr, sehr Protoss-lastiges Spiel Wir spielen werden. gegen Unser Gegner Doppel-Protoss, wenn du jetzt auch noch Protoss. Protoss. Ich habe das Gefühl, da kommt er. Zack, Protoss. Ja, würde ich dann auch vermuten. Du immer noch mit deinem Ostereider Ja, unterwegs. ist ja auch noch Wir fast haben Ostern. Juni fast. Wenn wir diese Folge ausstrahlen, haben wir schon Juni. Heute direkt aufgenommen nach dem Relegationssieg des VfL Wolfsburg. Zack. Und nachdem vor allen Dingen Thomas Tuchel entlassen wurde. Ja, Mr. Schwindsucht muss so entlassen. Also ich finde, wenn man DFB-Pokal gewonnen hat und sich direkt für die Champions League qualifiziert hat, dann, naja, aber gut. Scheint ja so Ja, gewünscht zu finde sein. ich absolut richtig. Die Meisterschaft muss das Ziel sein. Ja, aber das kriegen sie ja mit keinem Trainer hin. Doch, mit hier, mit diesem Verrückten, der mit Klopp haben sie den hingekriegt. Ja, der ist aber nun auch ein herausragender Trainer. Aber ich glaube nicht, dass die an Bäumen wachsen. Wir wurden ziemlich früh gescoutet. Von Scatman hier. Sag ich doch, da kommt Mars. Sweat, Ja, haben wir mein zweites Gas geklaut. Nimm du mal gleich dein zweites Gas direkt. Also jetzt. Da habe ich kein Geld für. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt. Oh, das Ja, war aber knapp, ich muss Sarah. hier doch ein bisschen baiten. Und falls du das immer dann nicht kannst, dann musst du dich da vorstellen und Hold Position drücken, damit er das nicht bauen kann. Also mir ist es egal, weil ich bin Terraner, ich brauche gar nicht so viel Gas. Aber als Protoss brauchst du viel Gas. Also ist natürlich nicht ideal, dass er da ist, ganz klar. Aber so wichtig war es jetzt auch nicht. Du Moment, musst geht es auch noch eigentlich nicht bemeinen. Du solltest es nur bauen, damit du es überhaupt hast. Und wenn du zwei bemeinen willst, dann mach das am besten jeweils zwei in einen Gasgasier. Hab ich doch. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, ich werde hier verarscht. Ja, du hattest gerade sechs drin. Ja, hab ich mir aber auch vielleicht den falschen Knopf gedrückt. Kennst du das doch, Nergorix? So. Ich muss den Fernseher noch leiser stellen. Ja, ist jetzt ganz schlecht. Muss deiner Probe nochmal sagen, sie soll rausfahren. Boah, wo ist die denn jetzt hin? Die greift jetzt mal, die wollte jetzt meine Mineralien klauen hier. Ach so. Unsere Kommandozentrale wurde ausgebaut. So, ich lasse die aber jetzt mal ausgesperrt. Alles klar. Warpgate und Stalker. Na ja, die gute alte Command & Conquer. EMM einwandfrei. Oh, die Krone boosten Warp, gell? Ja, mach ich aber auch. Das haben Zealots auf jeden Fall gebaut, überraschenderweise. Gold ist knapp durch. Hat alle Worker gegen einen Reaper gepult, ist immer gut. Das wird ein All-In, das wird ein großer All-In. Gates bauen, dringend. Alles klar. Also ich weiß nicht, ob wir da eine Echse halten können. Aber die haben unglaublich viele Gateways gebaut und kein bisschen Tech. Nicht mal ein bisschen Tech. Ja, nur ein Cybernetic-Score, aber sonst nur Gates. Alles klar, das sieht schon mal nicht so geil aus, ne? Willst du echt die bemannen, die Echse? Ja, no risk, no fun. Ah, ich glaube nicht, dass das so sinnvoll ist, aber gut. Wir müssen ja Zalrock seine Fehler wieder machen lassen. Das stimmt. Guck mal, ich habe hier unten sogar einen Pylon hingebaut. Ja, habe ich schon gesehen. Wir brauchen mehr Mineralien. Geht nicht. Dafür brauchen wir mehr Mineralien. Ich baue einfach mal Gateways Okay, sie ohne stehen Ende. noch in ihrer Base. Ich baue einfach mal Gateways ohne Ende, ne? Aber Warpgate ist bei denen schon durch. Bauen wir nochmal einen zweiten Pylon an die Dings. Erweiterung fertig. Was gibt's?
Wenn Stalker kommen, könnten Immortals auch ganz nützlich sein. Ja. Brauchen wir nochmal einen zweiten Pylon hier vorne. Ja, wir kommen rein, Sire. So. Bus bauen. Bus bauen. Depots. Also eigentlich müsste deren Angriff jetzt mal langsam eintreffen. Ja, sonst haben wir genug. Uns fehlen Mineralien. Boah, diese Mineralien gehen mir auf den Pien. Sonst müsste ich jetzt eigentlich gleich schon wieder expandieren. Jetzt schon? Ja, ich habe eine Goldbase. Echt nicht. Die ist halt schon voll saturiert. Aber wenn ich mal genügend Mineralien hätte, dann wäre das viel besser, ja. Dass immer der Reaper da reingehen muss. Sehr nervig. Ah, nicht genügend Mineralien, das kannst du sehen. Ja, aber einen Push würden wir jetzt auf jeden Fall halten. Also sehr, sehr merkwürdig, was hier kommt vom Gegner. Was ist das denn für ein Spiel, was die hier machen? Ich muss irgendwann in der Einstellung wieder ändern, dann ruckelt schon wieder. Weil es jetzt nicht so geil ist. Oh, haben wir auf dem Mothership getaggt? Straight? Das anfängt zu ruckeln. Früher war das immer das Zeichen dafür. So, ich werde gleich nochmal scannen bei denen, ob die nicht vielleicht dann doch expandiert haben. Die wollen jetzt expandieren. Da kommen sie. Sie stehen vor unserer Base. Habe ich nicht gesehen. Ja, ich aber schon. Mein Tank hat auch schon eine Einheit getötet. Ich habe jetzt einen Immortal. Also vielleicht war es auch nur eine Einheit, dass sie nur scouten wollten. Ich guck mal mit einem Marine. Ja, sie stehen auf jeden Fall nicht mehr hier. Aber irgendwas ist gerade definitiv da, stehen sie. Ah, das ist aber... Also wenn wir in den Tanks fighten, ist das easy. Geh du mal ein bisschen weiter rechts an die Choke, dass wir beide Ecken so ein bisschen abdecken und dann ist alles gut. Machen wir hier Hold Position. Zack. Ja, nur nicht, dass nur die Hälfte angreift gleich. Das wäre ärgerlich. Oh, geh mir nicht auf den Sack. Ich muss jetzt da vorne noch ein Gateway bauen, ey. Sonst kann ich da nicht warpen. Vernünftig. Oh, geh mal bitte auch von Hold Position runter. Ich? Ja, ich könnte da gerade kein Turret bauen. Sorry. Wenn du auf Hold Position warst. Naja, ich werde jetzt mal ein bisschen droppen, wenn die einfach nicht angreifen wollen. Ja, ich weiß auch nicht, was die machen. Ich habe die ganze Zeit Schiss, weil du gesagt hast, da kommt gleich was. Aber da kommt ja, nichts. Ja, sie stehen ja auch vor unserer Base, aber sie haben gerade reingewarpt. Die stehen da oben. Die warpen da. Ja, das ist ein Warp-In-Pylon von ihnen. Das ist aber slow reinwarpen. Ja, lass sie doch. Sehr gut. Also natürlich habe ich jetzt deutlich weniger zu Hause, ne? Ja, ich mach das. Also die haben auf jeden Fall schon Void Rays, mal wieder. Oh nö. Und zwar Mars. Kannst du jetzt mal fertig werden hier? So, wie sieht denn deine Armee aus? Wie geht? Ich glaube, wir sollten pushen. Meine Armee sieht halt auch nicht so geil aus. Aber wir müssen irgendwie, sonst haben die gleich zu viel R. Lass mal pushen. Okay. Wo ist denn eigentlich meine restliche... Da ist der Gichnas. Vermutlich kommen die gleich wieder die Void Rays zu dir einfach. Soll ich die also einfach nur Stalker Warp. Also am besten wäre natürlich Storm, aber ja, ich komme hinterher. Da sind die Void Rays. Versuch mal Prismatic Alignment zu baiten und dann zieh dich zurück. Switch doch. Ich mach gar nicht Prismatic Alignment. Ich zieh mich mal zurück, ne? Ja, warum? Ich fighte doch. Achso, das war gar nicht der Prismatic Alignment, was hier so, alles klar. So, ich hab mal geblinkt. Ne? Ja, hab ich gemerkt. Da war ein Donner. Ich weiß nicht, ob man ihn hört. Nee. Das Fenster zu. Special Guest Gewitter, die zweite. Ja, wir können jetzt durchpushen. Also. Nachproduzieren. Hashtag Supply Block. Ich habe leider keine Medivacs mehr, aber ansonsten... Kriegen wir hin. Nimm die Base hier raus, dann ist das alles gut. Da ist ein Lip. Achso. Das sind meine. Das ist Doppel-Protoss, gegen was wir spielen. Als hätte ich das nicht schon längst vergessen, Algorix. Sie also haben wieder ein paar Void Rays am Start, aber du hast ja auch noch einiges. Na, also lass mal hoch. Ja. Erst den Pylon raus. Mir wieder einen Nagel einschlagen.
Parallel gibt's Gewitter. Ich hab den mal surrounded, wenn du da kriegst. Ja, easy. Jetzt hab ich auch wieder Medivacs endlich. Ich bin immer noch Supply Block. Ich habe auch keinen einzigen Paladin gebaut. Das könnte es erklären. Und Einheiten hast du auch nicht verloren. Also bis auf das Zurückziehen mitten im Fight war es doch sehr, sehr gut bisher. Ja, du hast gesagt, ich soll irgendwas baiten und mich dann zurückziehen. Ich habe einfach zweimal geschlossen und habe mich zurückgezogen. Ja, aber du hast ja nichts gebaitet. Er hat ja Frisbeetic Alignment gar nicht angemacht. Warum auch immer. Ja, weil er dann langsam wird. Also das ist ja mit dem neuesten Patch geändert. Wir sehen, wie wenig Supply ich doch hatte. So wie immer, wenn ich Terraner bin. Aber dafür war ich in den Arbeitern meilenweit vorne. Ja, aber du warst auch ganz gut dabei. Nur unsere Gegner waren irgendwie nicht so gut. Naja, aber ich würde sagen, an dieser Stelle war es das für die heutige Folge schon. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.